Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Satisfactory. So, unsere Notstromanlage steht ja, ist aber jetzt noch nicht in Betrieb. Aus gutem Grund, weil es würde ja nichts bringen, wenn ich die jetzt anwerfe. Danach steht wieder alles und wir haben dann gar keinen Sprit mehr als Reserve. Das bringt es dann auch nicht. Das heißt, ich schau mal kurz in die Taschen. Genau, ich habe da schon einiges eingepackt, weil was wir jetzt bauen, wird groß. Ich baue jetzt zuerst die Ölförderanlage aus. Damit fördern wir dann neues Öl. Das verarbeiten wir weiter zu Brennstoff. Und den leite ich dann erstmal hierher ins Lager. Vom Lager aus führe ich das dann weiter in eine Fabrik. In der wir dann den Superbrennstoff herstellen mit der verdichteten Kohle, die wir schon haben. Jetzt habe ich gerade ein Standbild. Warum habe ich jetzt ein Standbild? Da ist es wieder. Genau, also das werde ich dann weiterleiten zur Verarbeitung zu diesem Superbrennstoff. Da müssen wir dann eine Anlage bauen mit 12 Manufakturen. Und jetzt kommt eine Zahl, die ist ein bisschen größer, die hat mich selbst überrascht und ich hoffe, die ist auch richtig. Wir brauchen dann 50 Anlagen, die Strom erzeugen. Also diese Brennstoffgeneratoren. Und das klingt in meinen Ohren eigentlich recht viel. Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt verrechnet habe oder so, aber ich habe es zweimal nachgerechnet und ich kam immer auf 50. Ja, wir produzieren insgesamt 225 Superbrennstoff die Minute dann. Und ja, das reicht dann im Prinzip für 50 Anlagen. Da weiß ich jetzt gar nicht, das habe ich nicht aufgeschrieben. Das wiederum gibt ungefähr 5000 Megawatt. Also mehr als was wir jetzt aktuell haben. Wir haben ja aktuell 3300. Das Notstromzeugs nicht mitgerechnet. Das sehen wir ja gleich. Kurz mal reinschauen. Ja, knapp 3300 haben wir. Und so schalten wir dann, nachdem wir alles gebaut haben, 5000 Megawatt oben drauf. Also das ist ordentlich. So, wir müssen aber erst hier rein, denn ich werde jetzt eine Band beschleunigen. Da hatten wir vor 50, 60, 70 Folgen irgendwann mal ein langsames Band eingesetzt, damit unsere Generatoren hier nicht leer laufen. Das wusste ich nämlich noch. Und das werde ich jetzt beschleunigen. Das sind ja MK... Was haben wir da hinten überhaupt? MK3, genau. Dann mache ich hier auch ein MK3 draus. Und was ich ganz vergessen habe, ich habe hier ja auch noch Lagercontainer. Also da haben wir noch ein bisschen was an Vorrat, definitiv. So. Jetzt läuft dann in der Zeit, wo wir bauen, erstmal das Lager wieder voll. Das werden wir nach und nach nachproduzieren. Und dann bauen wir jetzt erstmal die Förderanlage. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Folgen das jetzt wieder werden, aber ja, 4, 5 vielleicht. Könnte schon ein bisschen was werden. So, also hier haben wir jede Menge Platz. Das heißt, ich räume hier ein bisschen auf.
Dann bauen wir das nämlich hier hin. Ah, das sind sogar noch Nüsse. Dann machen wir alles weg, was hier rumsteht. Da halte ich auch noch mal kurz rein, aber ich glaube, das brauchen wir schon gar nicht mehr. Sollte schon ausreichen. So, den können wir abreißen. Den... Oh. Taschen sind voll. Legen wir mal hier welche davon ab. So, eine Ölpumpe setzen wir wieder hier drauf, in diese Richtung. Das stört mich. So, das ist Gott sei Dank alles recht flach. Und dann starten wir hier. Können auch direkt, da wir das jetzt mittig gesetzt haben, so halbwegs gerade hier rein. Dann ist das unser Mittelpunkt, auf dem wir die Splitter in beide Richtungen setzen. Ich glaube, da müssen wir noch eins weiter. So, jetzt in die Richtung noch mal. Wenn es doch immer so wäre, alles schön flach. Tut man sich nicht schwer. Nur ein bisschen, wo man die Kettensäge mal reinhalten muss. Optimal. Auf jeden Fall bauen wir jetzt in dieser Aufnahmesession so viel, dass ich gar nicht alle Materialien einpacken konnte. Also, ich habe jetzt nur einen Bruchteil davon, was ich eigentlich benötige. Das ist wirklich ein Haufen Zeug. So, schauen wir mal. Produktion, Raffinerien. Setzen wir mal hier an die Kante. Und hier an. Na, das ist falsch rum. So rum. Müsste richtig rum sein jetzt. Dürfte vom Platz eigentlich auch noch reichen. Sieht nicht so bündig aus eigentlich, aber scheint zu passen. So, ich werde auf jeden Fall mehr produzieren, als das wir benötigen. Das hat den Grund, dass wir dann einfach noch Reserven haben. Und Reserven sind nie verkehrt. Nummer 2. 3. 4. Und 5. Hätte ich gar nicht so weit hintergehen müssen, aber... Ja gut, wir brauchen noch Platz für unser Zwischenlager. Und dann ist es doch nicht so viel gewesen. So, nochmal drehen.
Speicherfreeze. Ach, hier endet's schon. Ganze noch verbinden und dann brauchen wir nur noch die Ausgänge und dann steht eigentlich die Anlage schon. Ist ja schon alles gut. Können wir mit Strom versorgen. Das heißt, diese zwei. Diese zwei. Und die. So. Genau. Da haben wir gesagt, diese zwei und du den einen da hinten. Der hat ist voll. Warum? Achso, genau. Du bist auch voll. Was? Warum? 1, 2, 3, 4. Ich habe keine Ahnung, wo mein Fehler jetzt war, aber... Machen wir einfach so. Noch mit dran. Naja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau, das so hinzubauen. Jetzt können wir nach hinten nicht mehr erweitern. Zu lang. Mist. Wie mache ich das jetzt? Ich könnte jetzt da dran gehen und hier dran verbinden. Oder ich könnte eigentlich... Soll ich direkt verbinden? Machen wir mal so, dann können wir von hier weiterführen. Ja, hängt am Stromnetz, sehr schön. Den hier müssen wir übertakten. Jetzt fliegt die Gleichsicherung sofort wieder raus. Aber es steht auf 600. Sehr schön. 173 Megawatt statt 40. Und wir haben schon einiges an Material verbraucht. Nicht schlecht. Gut, können wir das mitnehmen?
jetzt. Okay, müssen wir nach hinten auf jeden Fall noch eins erweitern. Ist nicht dran gesnippt. Jetzt. Wie mache ich denn das da? Das geht. Okay, so kommen wir da dran vorbei. Nee, das war zu weit. Hier müsste das sein, glaube ich. Schauen wir mal, vielleicht müssen wir da gar nicht mehr erweitern. Ah, langt nicht. Könnte gehen, oder? Da kriege ich dann auch noch eine Wand hin. Okay, dann müssen wir hier in diese Richtung nicht erweitern. Das ist gut. Ich hab schon gedacht, das geht hier nicht an der Stelle. Na? Warum willst du hier nicht dran? Habe ich mit dem einen Fehler gemacht? Mich stark wundern, wenn es überall geht, nur bei dem nicht, aber jetzt geht's. So, da ist eine Verbindung dran. Das geht nicht. Vielleicht noch näher dran. Hey. Hey. Das kann doch nicht sein. Das ist merkwürdig. Hat er die Kurve nicht gemacht? So. Fusionator.
diese Richtung müsste gehen.